Mein Musical, Michel und ich, heute mit der Elli. Hallihallo. Elli, das wievielte Mal machst du dieses Jahr mit beim Musical? Das ist jetzt mein sechstes. Also mit die Bremer hat es angefangen. Das war deine erste Rolle bei Bremer Stadtmusikern. Genau. Was hast du da gespielt? Da war ich der Hund. Der Hund? Der Hund. Und was spielst du dieses Jahr bei Aschenputtel für eine Rolle? Also ich spiele dieses Jahr die Lea. Das ist das Aschenputtel eigentlich selber. Aber halt schon ein bisschen umgewandelt, umgemodelt. Als Kuli Räuberin? Ja, Kuli Rollen. Was macht dieses Jahr als Lea, also als Aschenputtel Lea, am meisten Spaß auf der Bühne? Es ist eigentlich die ganze Rollen und im Endeffekt, doch, das mit dem, wenn wir dann diesen großen Tumult haben, wenn dieses ganze Adelsvolk einfach dasteht und total geschockt ist, ist es halt so witzig. Gut, aber, du singst ja viele Lieder auch in diesem Jahr. Was ist dein Lieblingslied dieses Jahr? Mein Lieblingslied ist das von der Tamesis am Schluss. Also das ganz am Ende, dieses Abschiedslied. Weil es da einfach, das ist so herzlich und so schick geschrieben. Ja, das haben wir schon gut gemacht. Okay, und von den Liedern, die du selber singst, was singst du am liebsten? Welches Lied? Oder welche Stelle vielleicht? Das zweite, wenn die Reiber alle rausgingen und man dann eigentlich so dem Vater so ein bisschen nachtrauert. Das ist schon schön und das erste ist aber auch schön. Das kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ist es da, wo du singst, und Theodor? Ja, genau, mit dieser schnellen Stelle. Mhm. Es war auch zum Üben, aber das ist schon cool zu machen, ja. Gut, jetzt ist es natürlich schwierig. Du machst das sechste Mal mit. Mhm. Was sind deine Top 3 Rollen? Also du kannst eine Reihenfolge aufstellen, musst aber nicht. Aber was sind deine 3 Lieblingsrollen gewesen? Also ich glaube, so meine Lieblingsrollen, also ich habe jetzt eigentlich wirklich keine konkrete Aufstellung. Also ich glaube, eine von Erna war definitiv die Rummelda bei Bär und Nachtigall. Das war halt super cool, weil du hast halt richtig böse und so hinterfotzig sein können. Das war halt schon echt witzig. Dann das Feuer bei der Goldenen Gans, da habe ich Gott sei Dank wenig Text, aber nur zum Singen gehabt. Das ist eigentlich was mir dann immer ganz gut taugt oft. Und was drittes? Dieses Jahr vielleicht? Dieses Jahr ist auch cool, aber dieses Jahr eigentlich dann auch noch. Jetzt bin ich gerade überlegen. Der Hund war auch natürlich sauwitzig, weil es so das erste war, aber ich glaube, dieser ist fast nur mal so ein Ticken besser. Gut, was ist das absolute Lieblingslied von dir, was du jemals auf dieser Bühne selbst gesungen hast? Ja. Ah, oh, das war die Wut von der Romilda, es langt. Das war dieses herrlich böse. Nein, das war das Duett mit der Caro damals als Romilda mit dem Zaubertroll. Das war einfach, das war der Wahnsinn. Ah, ja, ja. Ja, genau, das, ja, ja, genau. Das war ein großer Erfolg auch auf das YouTube. Das war schon super. Das war schon echt super, weil mit der Caro zum Singen und halt dann einfach nur mit dieser tollen Melodie dahinter. Wilfried, du bist ein Schatz, dass du uns das gegeben hast. Es war schon toll. Das war schon eins von den Liebsten. Das ist ein gutes Stichwort, was du da gesagt hast, denn Wilfried Michel gibt ja seinen Abschied dieses Jahr bekannt. Was bedeutet für dich Wilfried Michel für dieses Projekt? Der Wilfried ist eigentlich der das Ganze zusammengehalten hat, der das alles mit Matthias natürlich zusammenschmeißt und der da einfach eine Elan in diese Musik einbringt und mit einer Leidenschaft ohne Geld, das ist schon der Wahnsinn. Das muss ich echt einmal sagen. Also das, ich kenne keinen, der das so nochmal macht und kann und ja, das ist schon toll. Was bedeutet dir persönlich dieses Projekt, also hier mitzumachen? Also das ist der Wahnsinn. Also man macht nicht 6 Jahre mit, wenn es einem nicht gefällt und es ist halt einfach das. Du hast einfach ganz viele Freunde und liebe Menschen um dich rum, auf die du immer vertrauen kannst. Also wenn irgendwas passiert, du weißt, ich kann jeden Tag in Urlaub und fragen. Und da halten einfach alle so zusammen. Es geht ja nicht anders hinter der Bühne. Also du musst ja zusammenhalten. Und ja, und es ist natürlich auch was wahnsinnig Tolles und Schönes, wenn du damit die anderen auf der Bühne stellst und so ein Stück machen kannst. Das ist schon... Ja, das ist schon eine einmalige Geschichte, oder nicht? Hast du irgendein Erlebnis mit dem Wilfried Michel, das du uns mitteilen willst? Irgendeine Anekdote mit ihm? Ja, und zwar, das war letztes Jahr an der letzten Diniere. Und zwar, da haben wir diesen großen Trauerchor gehabt. Und das war ein wunderschönes Lied. Und das hat jedes Mal so toll geklungen. Und das war wirklich schön. Und dann ist von einer Rolle... ist das Mikro auseinandergefallen und die Batterie war heraus und es ist nichts mehr gegangen und es haben alle einen falschen Einsatz gehabt und der Wilfried steht unten und probiert noch
Aber es hat einfach keiner mehr gefunden und ich bin nur so da gestanden und habe so gesagt, soll ich jetzt irgendwas anderes singen, soll ich einfach Start sein? Und er ist einfach nur gesagt, macht's einfach weiter, dass es vorbei ist. Nein, das war schon was, aber da merkst du halt einfach auch, wie sehr ihm das Ganze nahe liegt und dass er halt einfach da auch wirklich so viel Herzblut reinsteckt. Ja. Gut, jetzt erinnere ich mich auch noch an etwas. Was ist denn dieses Jahr bei der Generalprobe passiert? Möchtest du uns das auch noch erzählen? Ja, also mein Reißverschluss ist kaputt gegangen, das haben alle gesehen und wir haben den wieder gerichtet. Also, Vom Kleid, vom großen Kleid, aber ich bin froh, dass es an der letzten passiert ist und nicht vom Publikum, also von daher ist es okay. Aber passiert, aber es hat passiert. Ja keiner was gesehen. Na, passiert. Gut, jetzt zum Abschluss. Was wünschst du persönlich, Wilfried Michel, jetzt zum Ruhestand? Er geht in den Ruhestand, also welche Grußbotschaft hast du an ihn? Wilfried, ich wünsche dir alles Gute, dass du deinen Ruhestand endlich genießen kannst und dass du uns auch nicht vergisst. Glaube ich jetzt auch nicht, aber dass du lange, lange was noch von deinem Ruhestand hast und gesund bleibst und dein Gudrun immer ganz fest an deiner Seite hast und dass du uns einmal wieder, dass du mal vielleicht vorbeischaust oder mal vorbeikommst oder einfach mal was von dir hören lässt, das darf mich schon gefallen, ja. Wenn es eine Chance gibt, dass es irgendwie mit diesem Projekt nächstes Jahr weitergeht, würdest du dann nochmal mitmachen? Keine Ahnung. Okay. Kann ich da jetzt noch gar nicht sagen, aber das werden wir dann alles sehen. Das steht noch alles in den Sternen. Wir lassen uns alle überraschen und dann werden wir alle mal schauen. Gut, das war's dann. Dann danke fürs Mitmachen. Danke, Elli. Danke. Kein Problem.